jemand, dass ich lauter spreche? Perfekt. Gut. Okay, ist das jetzt besser? Dann können wir hinten natürlich die Fenster noch schließen, aber damit ist vielleicht ein Sauerstoff. Aber ich glaube, eine Dreiviertelstunde schaffe ich das so in der Lautstärke. Ich werde mich bemühen. Okay. Fasziniert, dass ich immer wieder gelegt habe, dass ich ihn zu gründen, Themen, die ich eigentlich aus anderen Stellungen gedacht habe. Ja, schönen guten Morgen. Es freut mich, dass es so einen großen Zuschauer für meinen Vortrag gibt. Jetzt ist ja den ersten Fehler in meiner Folie. Ich habe leider nichts herzustellen. Ich habe noch keine Wahl. Ich habe vergessen, meinen Namen aufzuschreiben. Also, ich bin der Köster aus Mechwald. Und ich werde jetzt in der nächsten drei Folien ein bisschen die Themen Smart Home und Monitoring von Smart Home Systemen bearbeiten. Hat sich schon irgendjemand mal geistig so mit Smart Home Systemen auseinandergesetzt? Das ist Eindruck, worum es da geht, was ist natürlich so ein Einsatz. Monitoring, System Monitoring, Erfahrungswerte, schon mehr. Okay, gut. Passt, ich bin also im richtigen Hörsaal. Fein. Ja, the Internet of Things, das ist so dieses Next Big Thing. Manche sprechen davon, dass es die Phase 3 des Internet wäre. Wir befinden uns jetzt zumindest in Phase 2. The Internet of Things ist ein Begriff, der wurde also Ende der 90er Jahre geprägt. Und zwar am MIT, am Auto IT Lab von MIT. Die Idee war damals, das, was man heute als RFID kennt, das kommt also aus der Idee heraus, jedes einzelne Ding, jeden Gegenstand, der in einer gewissen Kette eine Bedeutung hat, mit einem eindeutigen Tag zu versehen, so wie das im Internet ja auch jeder Host mit einer eindeutigen Adresse adressierbar ist. Das sind also die Ursprünge dieses Begriffs. Später ist das Fraunhofer-Institut dann für Materialfluss und Logistik aufgesprungen und hat das Ganze dann aufgegriffen, erweitert. Man ist dann dazu übergegangen, nicht nur einzelne Dinge damit, also nicht nur passive Dinge damit zu bezeichnen, sondern auch Maschinen-Maschinen-Interaktion. Also zum Beispiel eine Produktionslinie in einer Fabrikhalle, wo die Maschinen miteinander darüber plaudern, was da jetzt als nächstes übers Förderband daherkommt, was zu tun ist, ob es noch Material gibt für, weiß ich nicht, jetzt die Fräsmaschine braucht keins, egal. Das hat die Europäische Kommission dann aufgegriffen unter dem Begriff IoT at Work, also Internet of Things at Work. Kann man da auch nachlesen, wie die den Begriff definieren, und heutzutage versteht man eigentlich immer mehr das Interagieren von alltäglichen Gebrauchsgegenständen, was vor 15 Jahren noch ein Witz war, der Internetzugang für den Toaster, wird jetzt eigentlich schon mehr und mehr Realität. Also jeder bessere Fernseher verbindet sich mit dem Internet, Spielkonsolen sowieso. Das hat zwar noch andere Gründe und Zwecke, als die Ursprungsidee war, aber kommt sicher auch, dass damals etwas Sinnvolles ergibt. Wenn wir jetzt über Smart Home Systeme sprechen, dann verstehe ich darunter nicht das einfache, ich habe hier eine Fernbedienung und schalte damit drei Steckdosenleisten oder fünf Lampen, sondern ich denke wirklich daran, dass man so im Heimbereich Sachen komplett miteinander integriert und verbindet. Das war ein Pleonasmus. Es geht also darum, Sensor-Aktor-Netze zu generieren. Es geht darum, aus bestimmten Werten, die in meiner Umgebung vorhanden sind, also zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, mein Zuhause intelligent zu steuern. Ich kann also auf Aktoren zugreifen, wie zum Beispiel eben Lichtquellen. Ich kann das Licht dimmen, einschalten, ausschalten. Ich kann die Außenbeleuchtung einschalten, wenn die Sonne untergegangen ist und ich dann zu Hause bin. Oder ich kann bestimmte Stromverbraucher ein- oder ausschalten, je nachdem. Wenn man zum Beispiel eine Solar-, also Photovoltaikanlage am Dach hat, dann muss der Tiefkühlschrank ja nicht wirklich in der Nacht sich runterkühlen. Da kann es am Tag machen, wenn ich den Strom selber produziere. Solche Ideen verstehe ich unter dem Begriff Smart Home. Das ist das, in welchem Kontext ich in dieses Umfeld gekommen bin. Wir sprechen also im Prinzip von Commodity, von
Alltäglichkeiten, die da miteinander interagieren sollen. Vereinzelt in Neubauten gibt es auch das schon, dass die Installateure schon Push-Systeme installieren, dass man dann zum Beispiel im Vorzimmer den einen großen roten Schalter hat, der alle Lichter ausschaltet, wenn man geht, und solche Dinge. Also das sind so die Ideen. Was da auch immer wieder hinein geistert und angeboten wird und überlegt wird, ist auch Sicherheitsaspekte hier mit zu verarbeiten. Also Alarmsysteme zum Beispiel, Bewegungsmelder, Alarmanlagen, auch Melder, viele Crash-Sensoren und dergleichen. Das ist ein Bereich, den ich ein bisschen kritisch sehe, mit großer Vorsicht sehe. Weil wenn wir über Sicherheit sprechen, müssen wir auch immer über Vertraulichkeit und über Verfügbarkeit reden. Und wir werden es dann später sehen, wie das so mit der Verfügbarkeit ausschaut und die Vertraulichkeit zu ihren Problemen hat. Also ich maße mir nicht an, dass man mit Smart Home eine Alarmanlage zum Beispiel ersetzen können soll oder können würde. Das Bild hier zeigt einen Prototypen. Ich werde gleich einen zweiten Hut aufsetzen. Ich bin nämlich seit ungefähr einem Jahr oder zum Beispiel einem Jahr in einem Projekt involviert, wo wir ein freies Smart Home System definieren und auch Prototypen bauen. Das ist so ein Prototyp. Wir sind ja hier am Open Hardware Track. Dieses Modul hier oben, das ist ein Mikrocontroller, das ist eine Atmel-CPU, so das kennt man aus der Arduino-Ecke. Läuft ProTiKi-OS da drauf. Das ist die Antenne, da wird gefunkt und das ist zum Beispiel ein Prototyp für einen Fensterkontakt. Da haben wir hier einen Drehschalter, den kann man sehen, hinkommen, schaltet den ein und aus, dann haben wir noch den Temperatursensor auf diesem Board drauf. Und so schauen also so Devices aus, mit denen wir uns heute in diesem Vortrag ein bisschen näher befassen wollen. Ich habe da noch ein paar Anschauungsgegenstände da liegen, zeige ich dann gerne her. Als ich mich angefangen habe, mit Netzwerktechniken näher zu beschäftigen, habe ich mein Buch gekauft, von Greg Hunt, O'Reilly Verlag, TCPIP Administration. Im ersten Kapitel, der erste Satz, war sehr erhellend für mich, The Protocol Wars are over. Der Satz geht dann weiter mit TCPIP has won. Heutzutage stellt sich die Frage von einer ganz anderen Ebene wieder, weil man hat sich ja schon verschiedene, also wenn man sich mal umgeschaut hat, in den Bereichen, was gibt es denn im Smart Home? Bereich, was bieten denn die großen Firmen an? Weil Smart Home ist ja nichts anderes als ein Marketingbegriff. Was bieten denn die Firmen und Konsortien so an? Da gibt es alles von allen und jeder baut seins. Also es gibt zum Beispiel auf dem Transportlayer gibt es da verschiedene Dinge wie Zigbee, Z-Wave, wie heißt das lustige Ding da, Digitalstrom, N-Ocean, FS20. Und in letzter Zeit eben auch 6LoRaWAN, über das ich dann später mehr sprechen möchte. Das heißt, schon mal die Knoten miteinander. Wenn ich die jetzt so beim Installateur oder im Baumarkt oder im Webshop kaufe, ist die Chance, dass die Knoten, wenn ich sie aus verschiedenen Quellen beziehe, miteinander sprechen, minimal. Das nächste ist dann oben drüber, der Application Layer. Wie werden die Systeme gesteuert, wie werden sie kontrolliert, wie kann ich sie konfigurieren. Da gibt es den großen Instabus. Heißt neuerdings KNX, dann gibt es Modbus, Longworks, das kommt mehr aus der Prozessautomation. OPC ist auch ein ganz lustiger Standard, das O steht hier nicht für Open, sondern das steht für Object Linking and Embedding. Wer also vor 15 Jahren ungefähr sich mit Windows näher befasst hat, hat das auch näher kennenlernen müssen. Da geht es um dieses Drag-and-Drop zwischen Applikationen und das gleiche gibt es jetzt dann mit diesem OPC-Standard als Drag-and-Drop zwischen Nodes, zwischen intelligenten Devices. Also auch am Application Layer haben wir eine wunderbare Vielfalt. Das Schöne an Standards ist, dass es so viele gibt, dass man immer wählen kann. Aber der Punkt ist eben, sie können miteinander nicht interagieren. Das funktioniert nicht. Und noch dazu ist es so schön, dass sie alle proprietär sind und dann natürlich alle ihre proprietären Security-Erweiterungen haben. Wenn man sich ein bisschen näher mit der Geschichte oder mit dem Versuch der Geschichte des Smart Meter in Österreich befasst, dann kommt man auch drauf, unsere österreichischen Smart Meter werden sich zwar nicht über Powerline und nicht im Sekundentakt beim Stromversorger melden, aber sie verwenden GSM. Und ich war bei so einem Infoveranstaltung da dabei, da stand dann jemand von der A1 ganz selbstsicher auf der Bühne und hat gesagt, ja, wir übertragen die Daten über GSM, denn GSM ist ein inhärent sicheres Übertragungsmittel. Gut, so, zweiter Punkt. Also, Smart Sara ist jetzt das Smart Home System, an dem ich mitentwickle.
dass die Open Source Domotics Group als offenen Standard entwickelt. Wir sind ein Forschungsverein, der sich damit befasst, wie man eben einen komplett offenen Smart Home Standard etablieren kann, und zwar wirklich von der Hardware, also von solchen kleinen Dingen. Das ist ein Sendemodul mit USB-Anschluss zum Beispiel, da kann ich so in jedem PC in mein Smart Home Netz hinein. Also das ist ein kombinierter Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensor, also das ist also handlich, klein und praktisch. Von der Hardware, die eben Open Hardware ist, über die Transportprotokolle, 6WPAN, erkläre ich dann gleich, Applikationslayer, bis hinauf zum Webinterface, einen komplett freien Standard zu schaffen, mit dem Ziel eben, dass es eine Plattform gibt, in der ich einfach möglichst viele Komponenten miteinander frei verbinden kann, so wie ich das haben möchte. Das Ganze zieht sich jetzt so brav nach Lehrbuch eben über die verschiedenen OSI-Layer, das heißt, verwendet wird am Physical Layer 802.15.4 Funk, das ist 2,4 GHz Band, ist knapp oberhalb der WLAN-Frequenzen. Ich habe vorhin den FS20 unter den Bussystemen, unter den Transportstandards erwähnt. Die haben ein Problem, dass sie jetzt mit dem neuen Funksystem, mit dem LTE im Frequenzkonflikt sind. Der wird bald aufhören zu existieren. Dann fahren wir darüber das 6WPAN, das im Prinzip IPv6 für Meshnetze ist. Und UDP im Wesentlichen als Standard-Transportprotokoll, Co-op als Application-Layer-Protokoll und dann um die tatsächlichen Applikationen zur Visualisierung. Zweiter Fehler in meinem Foliensatz, fällt mir gerade auf, ich habe kein einziges Bild zur Visualisierung eingebaut. Gehen wir noch einmal jetzt runter, also über den eigentlichen Funkstandard möchte ich nicht viel sagen, kann ich nicht viel sagen, ist nicht mein Fachgebiet. Aber im Transportprotokoll, 6LoWPAN steht für IPv6, für Low Power Personal Area Networks. Ein Personal Area Network kennen wir alle seit Bluetooth, das sind so Netzwerke im Meterbereich mit der Reichweite. Low Power ist ganz nett, wenn ich also mir so eine Temperatur, also so einen Klimasensor vielleicht ins Gartenhaus hänge oder am Balkon irgendwo unter der Markise, wo er nicht angeregnet wird. Da möchte ich dann alle zwei Wochen raufsteigen und die Batterie wechseln. Deswegen funktioniert so ein Ding in der Standardausprägung, wenn ich das alle 10 Minuten abfrage, was für Klimadaten im Wesentlichen viel zu häufig ist, etwa ein Jahr lang mit dieser einen Batterie. Also Low Power ist ein ganz wichtiger Aspekt, da kommen wir später noch dazu. Gestartet, also wer steht da jetzt dahinter? Das ist an sich man sieht es am RFC, es ist ein Internetstandard, ein etablierter. Gestartet wurde es vom ZigBee-Konsortium, das ist ein proprietäres Konsortium, wie ich schon gesagt habe. Die haben irgendwann einmal gemerkt, oh je, wir haben uns in eine Sackgasse manövriert, wir kriegen das Security-Thema nicht auf die Reihe, wir haben Routing-Probleme und überhaupt kommen wir nicht mehr weiter, wir brauchen was Neues, haben sich zu einem neuen Konsortium zusammengeschlossen, haben das dann ZigBee 2 offiziell genannt und darunter ist also als Transport eben diese 6LoWPAN. Das heißt, da stehen dahinter Leute mit Erfahrung, die das auch noch ein paar Jahre treiben werden. Und das Schöne an 6LoWPAN ist, dass ich es über Funk und über Powerline, also über Kabel, über drahtgebundene Medien übertragen kann. Frequenzband habe ich schon gesagt. Ja, ich kann damit auch Ad-Hoc-Netzwerke bauen, wie das also unter WLAN zum Beispiel möglich ist, um Dinge einfach temporär miteinander zu verbinden. Das ganze Protokoll ist, wie gesagt, auf Low Power Consumption ausgelegt, das heißt, es versucht auch möglichst wenig Kommunikationsoverhead zu haben. Das heißt, es wird intensiv an Header Compression gearbeitet, es wird sehr viel damit gemacht. Es unterstützt aber auch, weil es eben IPv6 Over Low Power Network ist, es unterstützt eben auch die Security Features von IPv6. Und das Allernetteste daran ist, ich kann auf jede einzelne Node direkt zugreifen, weil sie eine global sichtbare IP-Adresse hat. Jetzt habe ich schon angedeutet, wir sprechen also von Funknetzen und wir wollen ja eventuell nicht nur Neubauten mit Haustechnik, mit moderner Haustechnik ausrüsten, vielleicht bewohnt der eine oder andere auch einen Altbau oder hat halt einfach schon eine etablierte Installation, dann möchte man jetzt ein Kabel rausreißen und neue Datenleitungen legen und so weiter, daher ist natürlich ein Funknetz sehr angenehm. Low Power Personal Area, das klingt jetzt alles nach wahnsinnigen Reichweiten, ist auch so. Also so ein Knoten hat im freien Feld vielleicht 20, 30 Meter
Funkreichweite. In Gebäuden schaut es immer ganz anders aus. Und wenn man das schwer voraussagen kann, so wird man aus als nächste Minute in der nächsten Zimmer kommen, in einem normalen Gebäude. Und durch Decken ist es ganz lustig. Stahlbetondecken sind meistens nahezu transparent für die Signale. Die alten Dübelbaudecken mit der Schlaggeschüttung obendrauf, die sind opak, da geht es nicht durch. Das ist ziemlich kurios, fasziniert mich, aber ist halt so. Jetzt kann man sich da aber helfen, also das Netzwerk an sich kann sich helfen, denn es ist ein Mesh, also SIGS-LoWPAN ist ein Mesh-Routing-Protokoll. Das heißt, die Knoten, die einander sehen, da haben wir also hier zwei mögliche Personal Area Networks skizziert, das sind also die Knoten, die können miteinander kommunizieren, und wenn ein Knoten die Basisstation nicht erreicht, dann reicht es, wenn der Knoten einen Weg über die Basisstation hat, über einen anderen, und er kann mit dem Rest des Netzwerks kommunizieren. Was auch funktioniert, wenn sich diese Knotenwolken überlappen, ich kann eine Art Roaming oder Handover zwischen diesen Wolken erreichen. Das heißt, in einem großen Gebäude kann ich mich zum einen darauf verlassen, dass die Knoten irgendwie über Hopping einen Weg zum zentralen Router finden, oder ich stelle einfach mehrere Router auf und die Knoten orientieren sich dann danach, wo die nächste Route hinläuft. In einem klassischen Netzwerk habe ich jetzt mehr oder minder statische Routen oder zumindest, wenn es ein drahtgebundenes Netzwerk ist, weiß ich ungefähr, wo meine möglichen Wege laufen. Das Ding ist relativ deterministisch und man kennt sich in der Regel mittlerweile ganz gut aus. Die Routing-Protokolle sind etabliert, das ist alles relativ easy und einfach. In einem Mesh-Routing-Netzwerk schaut das halt ein bisschen anders aus, denn wenn jetzt jemand, was weiß ich, hier einen voll ausgestatteten Küchenschrank oder Kleiderschrank dazwischen stellt, dann sehen die beiden einander vielleicht nicht mehr und der geht nicht über den zum Ziel, sondern daher oder der zum Beispiel. Also die Routen können sich dynamisch und immer wieder mal ändern. Das heißt aber auch, dass sich Roundtrips ändern, das heißt, dass sich einiges in dem Netzwerk tut, es ist immer wieder in Bewegung. Das werden wir dann später auch sehen, das muss man im Hinterkopf behalten. Vorteil ist natürlich, wenn ein Knoten ausfällt, kann ein anderer übernehmen. Das Protokoll dahinter ist das RPL, das Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks, ich kann ein bisschen aufs Gas steigen, ist eben auch wieder für Low Power optimiert, kann eben mit hohen, das ist auch ein großer Unterschied in Mesh-Netzwerken oder in Funknetzwerken, habe ich natürlich grundsätzlich mit Packet Loss zu tun. Kabelgebundene Netze haben heute eigentlich, wenn es keine argen Kabelprobleme gibt, kein Packet Loss mehr. Bei Funk schaut das ganz anders aus. Ja, und ein Spezialfall bei diesen stromsparenden Systemen ist natürlich, dass Knoten, um Strom zu sparen, mitunter auch mal schlafen gehen für eine Zeit. Der ist dann einfach gar nicht da und kommt erst vielleicht in einer halben Stunde wieder. Das ist im Routing natürlich durchaus interessant, wenn sich jemand anderer darauf verlassen hat, dass er wesentlich über diesen Knoten rufen kann, dann hat er unterwegs ein Pech. Angesprochen habe ich dann schon das Transportprotokoll, also das Application-Protokoll des CoA. Das ist jetzt auch ein interessantes Ding, heißt Constrained Application Protocol. Das basiert auf dem Prinzip der RESTful Services. Nutzt irgendjemand gelegentlich ein Protokoll, das RESTful Services unterstützt? Ich hätte mir gedacht, das haben mehr Leute in dem Webbrowser. Gut, vielleicht ist es da schon aufgefallen. Also RESTful Services sind Services, die eine bestimmte Semantik unterstützen. Da gehören mindestens diese vier Befehle dazu. Get kennt man eben vom Webbrowser. Gib mir irgendeine Information, hol mir Daten. Und ich schreibe was hin, paste, ich erstelle eine neue Ressource und delete, ich lösche eine Ressource, das ist natürlich dann berechtigungsfrei. Das heißt, wir können jetzt einzelne Daten von den Knoten ansprechen über URIs, wie wir das vom Web gewohnt sind, vom HTML, also vom HTTP gewohnt sind. Ich habe also einen URI, der schaut so aus, Protocol Core. Dann habe ich hier meinen Fully Qualified Domain, der löst seine IPv6 Adresse auf. Der Port steht aus, weiß ich nicht welchen Gründen noch dahinter. Und dann habe ich einen URI, der lautet in dem Fall zum Beispiel Sensors Button. Das heißt, das ist irgendein ein Knoten, der hat einen Knopf drauf, da kann ich abfragen, ist der gedrückt oder nicht. Ich könnte jetzt genauso gut stehen haben, Actuator und Motor 1 oder 5 oder 3
Und da kann ich zum Beispiel die Verdunklung rauf oder runter fahren. Ich kann Magnetventile schalten, um irgendwo was in Bewegung zu setzen. Das geht alles über diese URIs. Das heißt, auf dieser Ebene ist das eine relativ einfache Möglichkeit, mit diesem System in Interaktion zu treten. Und was auch wichtig ist, ich kann Ressourcen nicht nur wollen, abfragen, sondern ich kann, dass das Core erlaubt mir auch eine Ressource zu observen, dann teile ich da Node mit. Du lieber Temperatursensor, sag mir deine Temperatur und ich möchte jetzt für die nächsten 24 Stunden jedes Mal was von dir hören, wenn sich die Temperatur um mehr als 1 Grad Celsius in irgendeiner Richtung ändert. Ansonsten sagst du mir halt in 24 Stunden wieder, dass es dich noch gibt. Dann muss ich mich nicht kümmern, ich muss keine Werte pollen, sondern in dem Moment, wo sich am Sensor was ändert, schickt er mir das. Das ist besonders spannend, wenn man zum Beispiel für Fenster und Türen so Redkontakte hat und schauen möchte, wann geht das Fenster die Tür auf. Das kriegt man mit Polling eigentlich nicht hin, weil dann muss ich ständig an der Not zappeln, hallo, wie geht es deinem Schalter? Und erzeugt ständig Funktraffic und blute natürlich die Batterien aus. Also das ist ein ganz, dieses Observation ist ein ganz praktisches Feature. Das Core-Protokoll ist auch wieder auf minimale Paketgrößen optimiert und deswegen ist der Core-Header ein Grauen, wenn man sich den anschaut. Die Header-Felder sind zwischen 1 und 4 Bit lang. Wenn man so versucht, so ein Core-Paket irgendwie zu verstehen durch Anschauen, das ist fürchterlich. Aber das Schöne ist auch da wieder, es ist, unterstützt auch Encryption Authentication, also auf allen Ebenen haben wir hier Möglichkeiten sicherzustellen, dass wir wirklich mit dem eigenen Gebäude reden. So, zum Abschluss jetzt von diesem Einführungsteil. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie schaut so ein Internet of Things aus? Ich habe hier exemplarisch meine Lampe, die ist jetzt smart und die kann ich über Core, über zum Beispiel meinen Haussteuerungsserver schalten. Oder ich kann aber auch zum Beispiel über das große weite Internet, über irgendwelche GSM-Tools, jetzt müsste da schon ein Android-Logo drauf sein und eine App dafür da sein, die dann im Endeffekt nichts anderes macht, als entweder mit dem Server zu sprechen, der dann hier was auslöst, oder ich kann auch von irgendeinem Knoten direkt, wenn das meine Firewall zulässt, über Core auf meinen Knoten zugreifen, wenn ich das möchte. Das ist natürlich insofern dann spannend, wenn ich mehrere Gebäude miteinander vernetzen möchte, wenn ich zum Beispiel ein Filialnetz habe als Firma, die möchte da ein großes System aufspannen. Es geht mit klassischen Bussystemen nur über Gateways und Boxes und ähnliches. Okay, jetzt haben wir das geklärt. Wie kommt jetzt Monitoring da? Also unter Monitoring verstehe ich, dass man mal von einem bestimmten System, das man mehr oder weniger gut kennt, erstens lernt man es dann im Prozess des Monitoring, der Monitoring-Installation wirklich kennen, dass man von dem System sich Standardwerte anschaut, die man möchte zum Beispiel eine Verfügbarkeit oder eine Auslastung von einem System haben und ich möchte im Fall eines Fehlers davon informiert werden. Ein Fehler kann jetzt sein, dass ich einen Schwellwert überschreite, dass irgendwo die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist oder dass die Integrität nicht mehr gegeben ist, dass zum Beispiel das System sich mit einem falschen Public Key meldet oder dass auf einer Website auf einmal falsche Daten drauf sind, zum Beispiel eine Geifertschmaske. System Monitoring kommt eigentlich aus dem IT-Bereich, kommt eigentlich aus dem Rechenzentrum. Wir wissen ganz genau alle, wie man Server farmen und überwacht. Wir wissen, wie man ein Datacenter überwacht oder einzelne Server, wie man Networks überwacht. Dafür gibt es etablierte Literatur, das kann man sich in Kochrezepten auf der Nagios-Website zum Beispiel anschauen. Ja, es ist da alles runtergebetet, alles fertig und wunderbar. Im Open-Source-Bereich, ich habe das Wort schon erwähnt, heißt Monitoring hauptsächlich Nagios. Es gibt dann später, ich glaube am frühen Nachmittag, einen Track, der sich mit diesem ganzen Environment da darum beschäftigt, weil Nagios ist ja nicht mehr nur noch Nagios, es gibt ja Isinga, es gibt Schinken, es gibt OP5-Monitor und verschiedene kommerzielle, nicht kommerzielle Spin-Offs davon. Für mich ist es immer noch im Core das Nagios-Prinzip. Wie schaut das jetzt aus? Also Moment, vorher noch, warum soll ich das überhaupt tun? Warum soll ich mein Smart Home-System überwachen? Naja, das eine ist einmal, wäre ja doch interessant, ob alle meine Aktoren und Sensoren überhaupt noch da sind, wenn ich das erwarte. Weil in der Regel interagiere ich mit dem Lichtschalter nicht ständig. Wenn er dann plötzlich nicht mehr funktioniert, ist die große Überraschung da. Ich will ins Badezimmer jetzt duschen, es ist finster. Das wäre ganz gut, wenn man das vorher weiß und dann entsprechend reagieren kann. Die nächste Frage ist es überhaupt noch mein Lichtschalter?
oder schaltet mein Nachbar meinen Lichtschalter und ich schalte natürlich den von meinem Nachbarn. Das sollte man sich auch irgendwie überlegen. Das sollte man natürlich grundsätzlich vorher mal, deswegen bin ich vorher so auf der Kryptografie herumgeritten, da sollte man natürlich die Authentication zumindest und vielleicht sogar bei Encryption dafür Sorge tragen, dass man hier keine Verwirrung stiftet im kommunalen Wohnbau. Dann ist natürlich die nächste Frage, habe ich ein Problem im Keller und dreht Wasser oder Öl oder sonst was aus irgendeinem Behälter aus? Das würde ich auch gern wissen. Und wieder das Verfügbarkeitsproblem. Ist da unten überhaupt noch der Leckagesensor ansprechbar? Hat der überhaupt noch Batteriespannung? Wird der überhaupt noch was melden können? Das will ich ja auch im Vorhinein wissen. Und nicht, wenn ich nach einem 14-tägigen Urlaub zurückkomme und sehe, aha, wir haben 20 cm Wasser im Keller und ich habe seit einem Jahr nicht mehr Batterie gewechselt oder seit einem Jahr. Was blöd. Und dann will ich natürlich auch noch wissen, ob das zentrale Managementsystem, mit dem ich mein Haus steuere, oder das vielleicht mein Haus sogar autonom steuert, ob das überhaupt etwas tut. In der Nagios-Welt, ich kann jetzt natürlich keinen Nagios-Crashkurs in einer Folie halten, ich versuche es jetzt simpel zu halten, in der Nagios-Welt schaut es so aus, wir haben den Nagios-Core-Prozess, der kümmert sich im Wesentlichen nur darum, wann was wie gecheckt, also wie gar nicht mehr, wann was gecheckt wird und was dann passiert, wenn ein Check irgendwas liefert. Geprüft wird über Plugins und es gibt in Nagios den Begriff des Hosts und des Services. Host ist in Nagios-Diktion alles, was eine IP-Adresse hat. Details lasse ich da, das ist relativ haarig, das Thema. Sagen wir jetzt mal, alles, was eine IP-Adresse hat, ist ein Host. Und alles, was ein Host anbietet, ist ein Service. Das wäre so zum Beispiel im klassischen Sinn, wäre das zum Beispiel ein Webserver. Und da habe ich einmal den SSH-Zugang und da habe ich meinen HTTP-Zugang. Jetzt gibt es ein Plugin, das kümmert sich darum, ob SSH funktioniert, und ein Plugin, das kümmert sich darum, ob HTTP funktioniert. Und ein anderes Plugin, das pingt den Host einfach an, ob er überhaupt da ist. Das ist ein relativ schlaues Konzept, weil der Core ist schlank, tut nichts anderes, im Prinzip nichts anderes als ein Scheduler. Und die eigentliche Logik basiert in den Plugins, die kann ich schnell austauschen, die kann ich einfach erweitern. Ich habe hier ein sehr flexibles System. Das werden wir auch ganz wichtig brauchen. Das ist mal eine nicht vollständige Liste von Plugins, die man also kriegt, wenn man unter Debian apt-get install Nagios Plugins Core, glaube ich, heißt das Paket, installiert. Da sind so Dinge drin wie ja, Jack LDAP und Jack BGP State, also für das Border Gateway Routing Protokoll. Da gibt es alles, aber es gibt noch nichts, was wir brauchen können. Ein Beispiel von unserem Aufruf wäre jetzt, also ich habe mein Jack-Plugin, übergebe meinen Parameter, nämlich welchen Host, das ist das Jack-ICMP, schickt also ein ICMP-Echo-Request-Paket, einen Ping an den Host. Und dann übergebe ich noch Schwellwerte. Nagios kennt vier Zustände. Das eine ist Service ist okay, das andere ist Service ist in einem Warning-State, das heißt der erste Schwellwert ist überschritten. Bei diesem Plugin steht die erste Zahl für die Roundtrip-Time in Millisekunden, die zweite für Packet-Loss in Prozent. Service is critical, das heißt die zweite Schwelle ist überschritten. Das wären hier also 100 Millisekunden, 20% Packet-Loss. Das ist schon sehr tolerant. Und der vierte Status ist unknown. Ich kann über das Service nichts aussagen, weil es entweder einen Systemfehler gibt, weil das Plugin nicht reagiert, oder weil der Host nicht erreichbar ist. Und die Antwort ist dann eben Status, okay, dann eben eine lustige Meldung mit Daten. So schaut es aus. Und jetzt kommt der erste Pferdefuß. Monitoring im Netzwerkumfeld befasst sich mit relativ trivialen Dingen, nämlich Bandbreiten, Auslastungen, Füllständen, sonstige Dinge. Ich kann hier meine Thresholds in gewissen Ranges definieren. Die sind da recht nett angeschrieben. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel Umgebungstemperatur hernehme, in einem Datacenter ist es so 25 und 30 Grad als zwei Schwellenwerten, das ist klimatisiert, das sind durchaus reasonable Defaults, damit kann man es anfangen. Bei mir zu Hause will ich aber vielleicht Bereiche haben, naja, ich will wissen, wenn es unter 18 Grad im Wohnzimmer hat, das ist schon, da möchte ich gewarnt werden, und unter 15 Grad ist einfach unangenehm, da war einen zweiten Pulli. Detto möchte ich halt, wenn es zu warm wird, 25, 30 Grad, da kann ich nicht mehr schlafen, möchte ich auch was wissen. Wenn ich jetzt Außentemperaturen messe, schaut das vielleicht ganz anders aus. Da kommt nämlich da ein ganz böses Zeichen herein, nämlich das Minuszeichen, da will ich vielleicht mit negativen Temperaturen arbeiten. Und das ist unter Nagios ein relativ großes Problem für die meisten Plugins. Sie können nämlich nicht gut damit umgehen. Muss man dann tricksen. Das Tricksen mache ich gleich. Nächstes Thema, Verfügbarkeit.
Ich bringe einen Host an, er antwortet, gut, wunderbar, das war. Dann habe ich schon gesagt, es gibt einen Status, der ist unreachable. Ich muss also irgendwie entscheiden können, ist denn so ein System überhaupt erreichbar oder nicht. Da gibt es ein nettes Ding. Ich definiere also Parent-Child-Beziehungen. Also Router A ist Parent von Router B und Host C ist, und Host C ist Child von Router A. In dem Moment, wo der Router B weg ist, kann ich den Router A nicht erreichen, kann ich den Host C nicht erreichen. Und neue Dinge überhaupt nicht testen. Das ist super. Aber wie schaut das aus mit dynamischem Routing in einem Mesh-Netzwerk? Das ist die Sache heikel, da muss man das überlegen. Also da kann ich auf diese Dinge nicht mehr zurückgreifen, muss man sich andere Mechanismen überlegen. Beim Service ist es wieder einfacher, in dem Moment, wo das System erreichbar ist, checke ich halt einfach, kriege ich noch eine gültige Antwort, ist die Response-Time okay, ist der Inhalt okay. Im Routing-Bereich heißt das jetzt, wir sprechen in diesen Mesh-Netzwerken, das Routing-Protokoll RPM, habe ich schon gesagt. Und hier ist zum Beispiel ein Beispiel, eine Routing-Tabelle aus einem Test, aus einer Testinstallation bei mir. Die hat schon zwei große Fehler. RPM kennt Neighbors und Routes. Ein Neighbor ist ein direkter Nachbar, den derjenige Knoten direkt erreichen kann. Den erreicht er über seine Link-Local-Adresse. Ihr habt ja alle letztes Jahr und vorletztes Jahr meine IPv6-Vorträge gehört, das braucht es nicht mehr erklären. Die erreicht er hier über seine Link-Local-Adresse und kann sie dann direkt erreichen. Ups, was ist das? Das ist eine Global Unicast-Adresse. Die hat hier in der Tabelle nichts verloren. Das ist schon mal das erste Problem. Kommen wir mit einem Standard-Plugin nicht drauf. Und ich denke mir überlegen, wie baue ich mir ein Plugin, das eine Routing-Tabelle checken. Der zweite Fisch ist hier, diese Routes geben mir an, welchen Node kann ich über welchen Neighbor erreichen. Da sind Global Unicast-Adressen, okay? Und da haben wir zum Beispiel die Node mit dieser Endnummer 11 erreiche ich über die Node mit der Endnummer 6. Das ist wunderbar. Die Node mit der Endnummer 12 erreiche ich über die Node mit der Endnummer 12. Die taucht da oben nicht auf. Fehler. Die kommt da irgendwie in der Routing-Tabelle vor, aber ich kann sie nicht erreichen. Diese Routing-Tabelle hat schon zwei Fehler, das wäre schon mal das erste Problem. Das sollte man tunlichst beobachten, denn diesen Knoten kann ich nicht erreichen. Wenn es jetzt mein Garagentor ist und ich bin gerade am Weg nach Hause und will nicht aussteigen, wenn es schüttet, wird es unangenehm. Nächstes Thema: Co-op-Monitoring. Gibt es auch kein Standard-Plugin? Nicht. Es gibt noch nicht einmal ein vernünftiges Perl-Modul zum Beispiel, um sich mit dem Core auseinanderzusetzen. Ich habe begonnen, eins zu schreiben, daher kenne ich mich mit den Headern ein bisschen mehr aus, als mir lieb ist. Es gibt zum Glück die Lib-Coop, die eine C-Implementierung ist. Und man kann relativ einfach, also hier ist ein Wrapper in Perl geschrieben, der ruft einfach diesen Core-Client aus, passt über eine fürchterlich scheußliche Regular Expression einen Zahlenwert aus der Response raus. Das funktioniert im Moment mit einer bestimmten Core-Release ganz gut und ich kriege dann im Endeffekt mein Ergebnis rein. Also man sieht schon im Moment, dass das ist ein Feld, das ist relativ weit in Bewegung und es gibt noch nicht viel etablierte Erfahrungswerte. Der nächste Punkt, wir haben schon gesagt, wie komme ich denn drauf, ob das mein Lichtschalter ist oder der vom Nachbarn? Diese Nodes haben eben alle Adressen, klar, ich kann sie ansprechen, sie registrieren sich auch in diesen Personal Area Networks in PAN-IDs. Das kann ich abfragen. Ich kann natürlich nachschauen, liefert mir die Node einen vernünftigen Wert zurück. Es gibt also einen klassischen, relativ günstigen Dallas-Chip, der Temperaturen misst, der in den meisten Temperatursensoren drinnen ist. Der hat ein lustiges Verhalten, wenn er nämlich einen General Failure hat. Dann sagt er, es hat 85 Grad Celsius. Im Heimbereich ist das okay, ich muss es nur wissen. In dem Moment, wenn der Sensor hat 85 Grad Celsius, dann weiß ich schon, das ist ziemlich unplausibel zu Hause im Wohnzimmer. Da habe ich jetzt ein Problem auf der Node. Das muss man halt im Plugin im Hinterkopf behalten. Das sind so nette Features. Das heißt, man muss auch, und was auch sinnvoll wäre, natürlich, wenn ich ein Haussteuerungssystem habe, sollte ich in meiner Haussteuerung vielleicht auch irgendeine Dummy-Routine einbauen, die irgendwas tut, was sich nicht in meinem Haus auswirkt, aber was ich wieder auslesen kann, damit ich auch das System auf Funktion testen kann. Was nützt mir, wenn alle meine Knoten funktionieren, wenn das zentrale Steuerungssystem, das mit den Knoten arbeiten soll, nicht tut? Also das ist auch ein wesentlicher Punkt. Das ist, macht man im Datacenter Monitoring eher selten. Man überlegt sich nicht, ob ein Switch jetzt intern richtig funktioniert, ist wurscht, das tut er schon. Aber hier, wenn ich ein Haussteuerungssystem habe,
dann kann ich derzeit noch nicht darauf vertrauen, dass das wirklich immer und überall geht. Was heißt das jetzt konkret, wenn wir jetzt vom großen Monitoring-Thema herunter auf das Haus kommt? Was muss man sich überlegen? Das eine ist einmal, ich muss mir überlegen, wie monitore ich überhaupt mein ganzes Netzwerk? Das heißt, ich brauche meine Gateways, meine Nodes, die Verfügbarkeit sollte ich testen. Ich sollte schauen, sind sie auch in vernünftigen Roundtrips erreichbar. Gezeigt habe ich schon das Beispiel, die Routing-Tabelle sollte man auch sich gegenseitig gelegentlich anschauen, ob die noch plausibel ist. Und was ganz wichtig ist, werden so protokollspezifische Tests, das sind irgendwelche Tests, wo ich sagen kann, ein Knoten liefert mir der überhaupt einen relevanten Wert zurück oder nicht, dass ich sehen kann, ob der überhaupt funktionieren kann. Denn nichts ist blöder als ein Haus, in dem ich lauter intelligente Lichtschalter habe, die sich aber im Moment alle stromum verhalten und es ist einfach finster und bleibt finster. Es gibt auch Anbieter, die Smart Home Systeme anbieten, die als wesentliches Transportprotokoll GSM einsetzen. Da habe ich dann eine wunderschöne, schicke App auf meinem Handy, verwende den Cloud-Service meines Anbieters, um meine Smart-Steckdosen zu Hause zu steuern. Dann sitze ich zu Hause in meinem Zuhause, funke zum Mobilfunkbetreiber in die Cloud in irgendwo und von dort kommen meine Steuerbefehle retour. Oder auch nicht, genau. Da habe ich also sehr viele Abhängigkeiten und die einfach triviale Blödeste am Anfang. Hat man Anfang der Woche einen Posten gesehen, wenn es irgendwelche komischen Vorgänge gibt, Terrorismusverdacht oder sonst, was ist das Erste, was die Behörden machen? Sie schalten GSM ab. Und jetzt kommt vielleicht im Radio, schließen Sie alle Fenster und Türen, ich bin gerade unterwegs, möchte, dass mein Haus nicht von der Giftgaswolke erreicht wird, von dem blöden Terroristen, der zwei Häuserblocks weiter war, aber das GSM-Netz funktioniert nicht. Ja, meine Sensorik sollte ich monitoren, meine Application sollte ich monitoren. Und ganz wesentlich, Vorsicht, ich denke, Schwellwert. Das eine ist mal Roundtrip-Times können über 10er-Potenzen variieren. Das ist meine Erfahrung. Also da sieht man so ein bisschen ein Knoten, der liegt keine 10 Meter vom Border Gateway, also von der Funkzentrale weg. Der hat Roundtrip-Times von unter 200 bis nach unter 800 Millisekunden. Und wenn ich ihn über Coop direkt anspreche, dann antwortet er in 12 Millisekunden. Das ist normal. Das ist in einem normalen LAN, also ich weiß nicht, ob jemand hier mit Netzwerken beruflich aber näher zu tun hat. In einem normalen LAN würde man erwarten, wenn ich da zwei, drei Hops zu meinem Knoten habe, dann habe ich da eine glatte Linie und da stehen nicht Millisekunden, sondern Mikrosekunden. Also wir haben es mit längeren Raumtrips zu tun, die können extrem breit schwanken. Das heißt, bei den Schwellwerten muss man sich einfach überlegen, wo man die setzt. Hier sieht man es an den Graphen, die sind zu nieder. Mit viel zu viel Mail von diesem Sensor. Und ja, der zweite Punkt ist eben, Meshnetze sind zwar lossy und es gibt immer wieder Änderungen drin, aber sie reparieren sich auch wieder. Und im Haussteuerungssystem ist es nicht so, dass ich jeden Knoten in jeder Sekunde unbedingt erreichen können muss. Manche sind sicher wichtiger, aber das Schaltventil zwischen der Solarthermieanlage und dem Heizkessel, na, wenn das 2 Minuten später umschaltet, ist das auch kein Beinbruch. Hauptsache es schaltet um, bevor die Sonne wieder untergegangen ist. Also man muss sich auch hier überlegen, ich komme aus der Systemadministration, ich bin mit meinen klassischen Schwellwerten für Datacenter-Monitoring hineingegangen, habe mein Aussteuerungssystem, mein Prototypsystem da drauf laufen lassen und alles war kaputt, ständig habe ich Warnungen gekriegt und Fehler. Da muss man sich aber ganz, ganz grob andere Dinge überlegen, man muss also aufpassen, die Metriken sind andere und die Toleranzen sind ganz andere. Und was man derzeit leider noch eben machen muss, ist, man muss seine Plugins anpassen. Ja, achso, Temperaturmonitoring, genau, negative Schwellwerte. Da habe ich ja gesagt, angerissen, aber nicht ausdiskutiert. Es gibt so nette Libraries für Nagios-Plugin-Programmierung, die sind sehr komplex und können gut damit umgehen. Das ist gut, aber die können nicht mit negativen Schwellwerten vernünftig umgehen. Bei der Temperatur ist das relativ einfach. Es gibt eine Skala, die hat keine negativen Temperaturwerte, das ist die Kelvin-Skala. Also das heißt, ich addiere 273,15 zu jedem Temperaturwert inklusive den Schwellwerten, check dann gegen Kelvin und zur Anzeige rechne ich es halt wieder in Celsius um. Das ist relativ einfach, aber es spart unheimlich viel Kopf. Vor allem ist sowas relativ blöd zu testen, wenn ich einen Außensensor habe, den montiere ich irgendwo im Frühling oder so, ist alles wunderbar und kaum wird es kalt im Herbst oder im Winter und ich möchte eigentlich wissen, ob mir die Blumen am Balkon jetzt einfrieren oder nicht, geht ja nicht mehr. Also, das ist so. Ja, das ist so die Key-Message. Ich möchte jetzt gar nicht
viel, natürlich meine Zeit gar nicht ausreizen, wir haben noch ein paar Minuten. Das Thema ist groß, ich weiß, ich hoffe, ich habe einen Überblick gegeben. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Beschwerden, Wünsche? Ja, bitte. Dieses RPL-Protokoll, hast du gemeint, das ist ja dazu da, diese Routing-Tabellen zu maintainen, oder? Ja. Warum erstellt dieses Ding inkonsistente Routing-Tabellen? Ah, gute Frage. Warum erstellt RPL inkonsistente Routing-Tabellen? Ja, genau. RPL ist ein Protokoll, ich habe es in den Folien stehen, glaube ich, das ist noch kein Standard, das ist ein Draft. RPL ist in Bewegung, ziemlich schnell im Moment. Es gibt eine ziemlich lange Liste, was sie so in den Griff kriegen wollen, und die RPL hat sehr viele Parameter, an denen man tweeten und feeden kann. Unsere Systeme sind, also der läuft auf diesen Mikrocontroller ContiKiOS, das hat halt eine RPL-Implementierung von der Version 0.08, glaube ich, Draft. Im Moment sind wir bei, 03, bei 13 oder 14. Ja, ich weiß es im Moment nicht, warum das zustande gekommen ist, deswegen habe ich es Kuriosität auch hergezeigt. Es findet halt statt. Also das ist ein Moving Target, mit dem wir uns da befassen. Aber es wird mit der Zeit immer besser, muss ich auch sagen. Grundsätzlich ist es, sollte es schon konsistente Tabellen produzieren. Es ist auch basiert auf dem Distanzvektor-Algorithmus, also mit REP und Konsortenverband. Das sind von der Grundlage her ganz gut beackerte Gebiete. Ziel ist schon, dass es konsistentes Routing produziert. Ja, gibt es die Möglichkeit oder Bestrebungen, auch, dass auch IPv4 geht und nicht nur IPv6? Ja, also in dem System, das ich hier vorgestellt habe, mit Smart Sara, geht das deshalb nicht, weil wir als Funkprotokoll 6LoWPAN verwendet haben, was also definitiv IPv6 ist. A, wird IPv4 uns irgendwann verlassen, das predige ich schon seit Jahren, und B, kann ich ja immerhin zum Beispiel bis zu meinem, ich kann auf, also wichtig ist ja nur, dass meine Haussteuerungsanlage IPv6 spricht. Wenn die Last Mile, mein Internetprovider, kein V6 mehr bietet, dann ist das halb so wild, dann kann man über eine Web-Applikation, die da läuft drauf oder so, sich durchmogeln und da über V4 dann hin. Ich kann halt nicht direkt auf die Nodes zugreifen. Das Schicke an V6 ist halt, dass ich wirklich direkt von Node zu Node kommunizieren kann. So ein Smart Home Server kann zum Beispiel sowas sein. Das ist ein Raspberry Pi in einem blöden Gehäuse, der jetzt nicht lüftet. Und das wäre dann so ein 6LoWPAN-Funkmodul. Das heißt, fertig ist mein Smart Home Server, Open Hardware. Stromverbrauch 4 Watt, 6 Watt, keine Ahnung, 5 Watt. Ja. Und läuft schick drauf, also Web-Oberfläche, alles da. Ja, ja, auf der Webseite von einem gibt es Smart Sara. Ja. Von der Hardware, von Komponenten, oder eigentlich nicht alles gefunden hat. Ja, das ist schon sehr unverständliches Gefunden. Ja, wir sind ja ein Forschungsverein, ein gemeinnütziger Verein, und wir schicken uns nicht an, die Welt mit Hardware zu überschwemmen. Wir entwickeln Prototypen und bauen auch Kleinserien. Es kommen, ich werde noch diesen schon sehen, es müssten die ersten Steckdosen und so Unterputzschalter für Lichtaktoren, die kommen demnächst, da kriegen wir jetzt eine Charge von, ich weiß es nicht, ein paar hundert Platinen, die müssen wir dann mit Funkmodulen bestücken, warum? Also die kommen in den Shop, stimmt schon, der Shop im Moment ist relativ ärmlich, aber er ist am Wachsen, und der Zweck ist ja, wir verkaufen ja keine Produkte, sondern Development Kits über den Shop, damit die Leute, die sich mit unserem System befassen wollen, damit tun können, mitspielen. Also es gibt da ja ein paar Sachen, die mitgebracht haben. Also was es in Stückzahlen gibt, ist zum Beispiel sowas da. Hat eine Antenne. Das ist der gleiche Mikrocontroller, der auf den anderen Knoten drauf ist. Mit Haxeln für ein Breakout-Board. Also da kann ich in den Breadboard rein und kann halt meine eigenen Schaltungen entwickeln und Prototypen bauen. Schaut dann. Das wäre zum Beispiel so ein Fensterkontakt, die Webkontakt, wie auf dem Foto war. Also sowas kann man schon, sowas gibt es in Stückzahlen, aber wir werden keinen Konrad oder ELV oder sonst wen mimiken. Die sollen dann hergehen und Smart Sara Devices bauen und verkaufen. Das ist unser Ziel. Gut, meine Zeit ist um. Ich bin noch den ganzen Tag da, treibe ich mich herum und fragen. Diskussionsideen, Vorschläge zu erreichen. Danke für die Aufmerksamkeit.